Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Sonic Colors. Ja, im letzten Part haben wir eine Menge gemacht. Die Wisps wurden uns noch ein bisschen näher bekannt gemacht. Und ja, wir haben auch einen Boss bekämpft. Und weil wir im letzten Part ja eine Welt fertig gemacht haben, werden wir jetzt die Sweet Mountains durchgehen. Und da sehen wir schon einen neuen Wisp. Und deswegen ab zu den Sweet Mountains. Man könnte jetzt denken, dass vielleicht die Sweet Mountains von jedem jetzt hier vielleicht die Lieblingszone ist. Also der Lieblingsbereich. Ich finde die nicht so toll. Weil manchmal, ich weiß nicht, hört sich auch im Original noch so an, aber es hört sich manchmal so an, als wäre die Musik verkrümmt oder leicht verbuggt eben halt. Also als würde sie hinterher hängen. Oder es ist nicht so stimmig, finde ich. Aber es ist natürlich auch meine Meinung. Wenn ihr die Sweet Mountains von der Musik her und vom Aussehen schöner findet, sonst war es keine Frage. Wir können alle ruhig gern Freunde sein. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Lieblingsstage reinschreiben, welche ihr am besten findet. Das war jetzt nicht meine Absicht. Und jetzt kommen wir zum neuen, und zwar zum Drill. Ja. Wir wohnen uns damit einfach runter. Ganz einfach. So kurz und fast. Wie gesagt. Und zack. Da brauchen wir einen Drill mal. Ich kann die Steuerung immer noch nicht vom Drill. Zack. Ich bin da extrem dumm. Natürlich jetzt garantiert die einigen, die da sagen, zu Recht. Aber gut. Na gut, ich finde ein paar Sachen bei den Sweet Mountains auch schön, keine Frage. Aber ich finde so ultra schön, das ist jetzt nicht. Und ich riskiere jetzt hier nicht meine Münzen. Opa. Was ich noch sagen kann, diese Stimme, die die Zonen oder die Welten eben halt hier einen kleinen Beitrag dazu erzählt. Falls ihr es noch nicht wusstet, das ist Dr. Eggman selbst, also der hat sich da selbst rangehangen. Ja, ich werde jetzt kommen, ja natürlich, wer hat das nicht gedacht. Ach egal, da muss ich leider auf die Münze reinhauen. Auf den roten Ring reinhauen, weil das ist mir zu riskant. Genau deswegen. Ja. Und die Bohrer, die Bohr-Wisps, also ich weiß nicht, wie man jeden einzelnen Wisp nennt, aber ich weiß, dass dieser blaue Wisp, den wir gerade in Benutzung hatten, um uns durch die Kristalle zu schießen, der ist Laser-Wisp. Soweit ich weiß, kann das sein, dass es anders heißt. Ihr könnt ja immer gerne auch alle Namen von den Wisps in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst oder nicht. Und wenn nicht, wir finden das schon heraus. Keine Sorge. Wir werden es schon herausfinden, welcher Wisp wie heißt. Den Akt zum Beispiel, wenn es gut mal uns finde ich, den finde ich immer noch sehr gelungen. Ich weiß auch nicht warum. Er macht mir Spaß. Der gut macht der andere Akten zwar auch, aber gut. Great. Awesome. Outstanding. Amazing. Das finde ich auch immer richtig cool. Es gibt natürlich auch noch ein paar anderen Sonic-Spinnen. Aber nicht so groß gebe ich mir, glaube ich.
Zack, noch ein paar Ringe mitnehmen und jetzt wird durchgeboostet. So. Nimm mal schön sliden. Bui. So welche Akte finde ich immer am schützen. Ich weiß auch nicht warum. Schön viel Geschwindigkeit. Kaum Probleme. Ein roter Ring. Habe ich mal das gemacht? Weil sonst normalerweise mache ich das nie. Zack, bin drin. So schnell geht's. Na schade. Wäre lustiger gewesen, wäre es auch wieder mal ein A gewesen. Aber gut, man kann nichts machen. So, ich frage mich, wann die nächste Cutscene kommt. Aber jetzt noch nicht. Zack, dann ist noch ein bisschen schneller. Zack. Eine Abkürzung. Betriebsgeheimnis. Und auf geht's. Gott, in der Luft sich hier zu bewegen, ist ein bisschen Krebs. Dann haben wir ein bisschen Zeit verschwendet, aber ist auch nicht so schlimm. Zack. Geben wir noch ein bisschen Gas. Der Raketenwisp. Der langweilt sich aber nur gerade. Kann ich verstehen. Ich habe aber hier gerade richtig Angst. Oh Gott. Zack. Und jetzt Gas geben. Hui. Also wenn ich Glück habe, könnte das wieder ein A-Rang. Ja, wieder ein A-Rang. Yeah. Das Leben mal. Zack. Cool. Wie ein Kleinkind, ey. Ach man, ey. Immer noch keine Cutscene, deswegen geht's weiter. Ach, da drüben sind ein paar Skittles. Oder M&M's, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich gehe auf die Skills oder M&M's, eben hat auch eine. Ui, Abkürzung gefunden. Das wusste ich jetzt nicht. Und jetzt geht's hoch. Eieiei, ich finde die. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen träge. Aber gut, man kann sich ja nicht alles wünschen. Was will man denn noch mehr? Na gut, schnell Level vielleicht, aber irgendwo muss es ja auch irgendeinen Haken immer geben.
Und da werden wir auch gleich schon dabei. Und zwar bei diesem großen Ring. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh. Ey, das war echt mein Eigen. Das war mein Eigenverdienst. Ich höre ihn. Ach Gott, das... Die fünf Ringe machen's aus. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, ob es sein könnte, aber ich glaube, wir kriegen erst eine Cutscene beim Boss hin? Ich glaube schon. Aber es macht's ja auch nicht wirklich. Ist ja nicht schlimm. Linken. Zack, zack, zack. Okay, da kann ich nicht mehr. Ich kein Glück. Aber gut. Ich habe in der Hinsicht gerade kein Glück. Wer braucht das denn schon? Aua. Aber das wird jetzt noch nicht unser erster Death. Und zack. Und zack. Moin. Oh Gott. Nicht circa. Ja gut, da komme ich wohl nicht hin, leider. Diese Plattformen. Oh, ein Strike. Na. Ja, wir kriegen wohl erst beim Bossfight wohl. Es wirkt gerade wirklich tierisch, als würde ich das durchrushen. Und in der ersten Welt haben wir länger dafür gebraucht. Kann sein, vielleicht wegen den Cutscenes, aber... Ich mache jetzt hier keine wirren Sachen und laber die einfach. Einmal durchwaschen. Schade. Hier gibt es keinen Strike. Lass doch mal die Blöcke in Ruhe. Okay,
Okay, da, so. Ey, was mache ich hier gerade? Ich bin noch irgendwie etwas stiller geworden. Na gut. Oh Gott. Ich glaube, hier möchte mich jeder ärgern. Perfekt. Ja, nur drin. Ah, ganz viel A, aber auch ganz viel C in dieser Welt. Na gut. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum Bossfight. Und, naja, ich glaube, ich bin da mal leise. An alien in need of saving, where would I be? Experience has taught me to investigate anything that glows. Experience has also taught me that the best way to solve problems is to kick robot butt. Excuse me, giant killer robot? You want to do this the hard way or the easy way? Somehow I knew you'd say that. Let's dance. Okay, dann lass uns tanzen. Und umgelegt. Bei dem Bossfall könnte es sein, dass ich vielleicht da mal beim ersten Mal down gehe. Oh Gott. Abfahrt. Er macht diesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und noch einmal. Gib mir die Ringe. Okay, ich bin nicht mehr dran gegangen. Respekt für mich. Ja, perfekt. This translation stuff isn't 100%. Trust me, I remember. So anyway,
These aliens are made up of a really powerful energy source called hyper-go-ons. It's inside of them. Like a battery? No. Well, sort of. It's their life source. You only got a taste of it. Look at what happened. Battery is sort of an understatement. Funny thing, it was first translating as horrible body odor. Anyway, it seems an evil man, and you might know him, who they call Baldy Nosehair. Baldy Nosehair? That's the best thing I've heard all day. I gotta remember that one. I know, I've already written it down. Anyway, he's draining them of their power, all their power, and using it for an evil aquatic mammal? An evil dolphin? No, a porpoise. Oh, an evil purpose. That's good intel. Keep working on it. Hey, where are you going? To find Baldy McNosehair, of course. I'm totally calling him McNosehair. Eierkopf McNosehair. Ja gut, das ist auch ein schöner Name. Aber ich würde damit sagen, das war's mit diesem schönen Part von Let's Play Sonic Colors. Lasst doch ein Like und ein Abo da, falls ihr nichts verpassen wollt natürlich. Ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann beim Starlight Carnival sind. Und wir sagen, habt nur einen schönen Tag. Oder einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.